Willkommen im Minental mit mir, mit dem Dan, und ich gehe jetzt gleich mit dem Dusty auf Reisen. Wir wollen ins Sumpflager gehen. Letztes Mal waren wir im neuen Lager, haben da einigen Leuten aufs Maul gehauen, haben richtig viel Kohle rausgeholt, also wie man richtig viel Geld verdienen kann, erfahrt ihr da in der Folge davor. Wenn ihr Bock habt auf Gothic und auf mein Let's Play, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und lasst einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich freuen. Auch gerne, wenn mal neue Leute dazukommen würden. Aber ansonsten mache ich das gerne auch für die 24 Leute, die bis jetzt abonniert haben. Denn das ist ja ein Herzensprojekt von mir hier. Und das hat jetzt ja nichts mit großer Reichweite zu tun, sondern nur mit Spaß. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mal den ganzen Kram, den wir haben, noch ein bisschen verkaufen können. Eine bessere Rüstung kriegen wir nicht. Zeig mir deine Ware. Erstmal die Ware angucken. Und er hat 500 Brocken. Und wir können die Butlerzucht mit 20 Schaden kaufen. Also hier gibt es nichts Neues. Man darf auch nicht alles glauben. Wie gesagt, hier gibt es nichts Neues. Erstmal den ganzen Kram hier. Aber ich glaube, wenn wir neue Rüstung kriegen, die. Kann müssen schon wir sein, auch, glaube ich, kaufen. Interessiert das. Dann, ich dachte, das wäre schon wird das relativ einfach gehen. Ich verkaufe jetzt mal den Langbogen. Den Feldbogen halte ich nochmal. Weil der 28 klar, Schaden macht und 4 Geschicklichkeiten müssen wir da nur finden. Würde ich sagen, das hört sich nach einem guten. Behalte auch nochmal ein grobes Schwert, weil man kann nur mit einem Schwert Leute endgültig töten. Deswegen behalten wir das mal und es macht auch 20 Schaden. Das, das okay. Passiert mir nicht nochmal. Ich dachte, das wäre schon. So, jetzt haben wir hier 268. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Gleichen wir jetzt aus. Habe ich jetzt beide? Habe ich jetzt alle Spitzen? Ah, nee, das wollen wir nicht. Spitzhacken immer mal eine im Inventar behalten. Das ist für mich auch ein bisschen die Magie von Gothic, ne? Dass man solche Sachen halt auch mal dabei hat, ja. Ich habe früher bei Gothic auch immer mal irgendwelche Hämmer und so ein Kram mitgenommen, weil ich auch nie wusste, ob ich die vielleicht nochmal brauchen kann. Hämmer, irgendwelche Löffel, Schöpflöffel und so weiter. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Nee. Kann ich jetzt noch eine kaufen? Was hab ich denn hier? Butlerhose. Das ist nur die. Das ist. Ne, 500, das ist die bessere. Okay. Versuchen wir mal mit dem Pfahl zu reden, ob der nochmal irgendwas für mich hat. Ich glaube nicht. So. Ja, ich lasse auf jeden Fall nochmal für alle, die. Für alle, die den letzten Teil nicht gesehen haben und vielleicht Informationen haben. Ich lasse das Sumpfkraut, was wir im Sumpflager gestohlen haben, hier diese 100 Stück, lasse ich nochmal im Inventar, die verkaufe ich nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ich die genau im neuen Lager verkaufen kann, wer mir da die Information gibt, dass diese Krautleute da das vielleicht kaufen wollen. Ich glaube, die kaufen das. Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Das Erz ist mittlerweile... Okay, gucken wir mal, wo ist das Südtor? Aha, das ist hier, wo wir sind. Also wir müssen hier rausgehen. So, und weiter geht's. Quer durch die Kolonie. Und das ist ja was, das hatte ich glaube ich schon mal in einem Part angesprochen. Man hat hier super viele Aufträge am Anfang. Muss sich halt überall beweisen, und, dass die einen auch kennen und dass man dann aufsteigt. Und dann wird das ein bisschen dünn und man ist mehr am Laufen als am allem anderen. Und das wird dann, diese Aufteilung, die haben sie dann später, in den späteren Teilen halt verbessert. Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Ich
hab jetzt echt keinen Bock auf Stress. Also das ist mir alles zu. Das ist mir alles zu viel. Jetzt, ach nein, ist die Karte. Wollen wir. Jo. 1,5 brauchen wir ungefähr. Fackel. Auch mit. Ach, ich liebe diesen Schatten. Auch eben der Regen und so, das war jetzt. Sehr, sehr schön. Da ist, jawohl. So. Oh. Der falsche Sound. Da war Gras-Sound auf Holz. Was ist da los? Habe ich nach der langen Zeit einen sogenannten Bug entdeckt? Ja, deswegen, immer mal nach so einer Weile, so nach 10, 15 Sekunden laufen, immer mal gucken, wo die Jungs dann so stecken. Hat das die? Da geht's. Wunderbar. So Leute, dann merkt ihr jetzt ja auch, guckt mal, wie lange wir jetzt hier schon spielen. Das ist jetzt hier der Part 15. Jeder Part geht eine halbe Stunde. Und ich dass Erfahrungspunkte versuche so viele Erfahrungspunkte mitzunehmen wie möglich, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt das gespielt und jetzt habt ihr keine Ahnung, wie ihr an Geld kommt und was auch immer und habt nur geskillt auf Kampf. Gut, dann werdet ihr auf jeden Fall besser im Kampf. Aber ihr hättet natürlich den Viecher nicht. Und da sind wir wieder. Es gab ein kurzes Problem. Ich hatte nämlich keinen Speicherplatz mehr auf der Festplatte. Das ist auch geil. Habe ich richtig voll geballert mit allem möglichen Zeug. Jetzt habe ich gerade mal was deinstalliert. Und jetzt geht's weiter. Um meine Gedanken. Mal gucken, ob ich die hinkriege. Ja, ja. Ich kann sogar mal Arme jetzt hinkriegen. Haha. Oh, er lebt noch. Super. Also, Varane, check. Kriegen wir hin. Um meinen Gedanken fertig zu kriegen. Jetzt habt ihr eure ganzen Sachen, eure Lernpunkte in Dinge gesteckt. Was weiß ich. Und vielleicht nur Kampf oder so. Ja, und ihr habt halt keine Kohle. Und jetzt sollt ihr euch ein besseres Schwert kaufen. Dann sollt ihr euch irgendwie eine bessere Rüstung kaufen und so. Jetzt funktioniert das alles nicht. Ihr prügelt euch, bekommt nur aufs Maul, die Viecher töten euch. Es ist frustrierend und ihr hört auf. So. Ich habe ja beim ersten Durchgang habe ich ja brutal verskillt und war dann irgendwo in der Mitte vom Spiel und konnte ein bisschen zaubern und ich konnte, nee, zaubern glaube ich nicht, aber ich konnte Bogen schießen mit Medium und Waffe Medium. Und ja, bringt halt nichts, ne? Weil ich habe dann mit dem Bogen geschossen, die Gegner angelockt, das hat sehr genervt. Und dann das Schwert gezogen, ja, und dann habe ich aufs Maul gekriegt und war tot. Ja. Wunderbar. Ja, deswegen sollte man sich hier schon so ein bisschen entscheiden. Es ist eigentlich egal, ob ihr jetzt zwei Händer nehmt oder ein Händer. Es ist nicht ganz so dramatisch. Jetzt hängt er da unter der Brücke. Aber er kommt raus. Ah. Also es ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr jetzt sagt, wenn ihr jetzt irgendwie einen Einhänder nehmt und der Zweihänder ist meinetwegen der Stärkere, ist nicht so schlimm. Damit schafft er es auch. Ja. So. Melvin. Muss ich ihn jetzt ansprechen oder spricht er mich an? Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durch Südtor gehen. Auf ja. Kein... Und die... Gut. Okay, das die... Drücken wir mal mit Joru. Okay. Drücken wir mit Melvin. Okay. Also müssen wir ihn zu dem Guru bringen. Na gut.
Und ja, genau, und das kann dann ein Problem geben, wenn ihr euch nicht am Anfang überlegt, so und so. Auch der Bogen kann am Anfang interessant sein, kann ich mir vorstellen. Aber es geht halt nichts am Nahkampf vorbei. Und Magie ist ein Thema. Also Magie ist hier super stark. Also wenn ihr Magie wählt, das ist ungefähr so der leichte Schwierigkeitsgrad dann. Aber man bekommt halt Magie nicht von Anfang an. Also das dauert halt einen Moment. Ihr müsst halt dann auch euch so ein bisschen aufteilen. Das ist ja genauso wie bei Stärke und Waffen oder so. Da müsst ihr ja auch zwei Sachen skillen, also die Waffen und die Stärke. Da müsst ihr halt dann auch die Astralenergie. Komm. Astralenergie und die. Mein Gott, mein Kopf hat gerade einen Lag. Also klar, spielen, manövrieren hier mit dem Typ und reden ist nicht so das Leichteste. Dann die Zauber lernen und so. Und hier müsst ihr auch noch Kreise lernen. Das heißt, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 Zauber. Und da müsst ihr halt auch immer euch immer verbessern. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Okay. Also jetzt fragen wir ihn, ob er mich aufnimmt. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Kor Kalom soll dir die Robe geben. Okay. Das ist aber nur seine Meinung, ne? Das, naja. Okay, jetzt haben wir den Dusty hier hingebracht. Wir werden gleich nochmal mit Melvin reden und mit Yoru. Also seine zwei Kumpels, bei denen wir jetzt eigentlich schon vorbeigekommen sind. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Also wir sollen jetzt ihm zeigen, dass der Schläfer uns die Magie gewährt. Ne? Und deswegen werden wir uns jetzt hier den Schlaf hier legen. Ich speichere lieber mal, weil... Mal so ein bisschen. Und jetzt können wir einfach zaubern. Einfach mal diesen Rubizen hier starten. Ah, das ist ein schöner Effekt. Er schläft jetzt ein. So. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Okay. Also hier möchte Schriften über Magie erwerben. Was war denn das? Von Magie lernen. Ja, auch mal interessant. Und hier könnte man die Windfaust jetzt als ständigen Zauber lernen. Oh ne. Flammenschutz. Holzhaut. Ja, die Ringe, es ist immer. Also ich kaufe sehr ungern Ringe im Spiel. Ja, was ist das? Basti, du sollst doch da bleiben. Nein. Okay, gut. Perfekt. So, jetzt werden wir uns erstmal einen Schlafplatz suchen. Ich höre nicht mehr auf das Gehör. Weißt du, wir gehen einfach zum Eingang. Also wir können jetzt wieder zurücklaufen. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändert. Ins alte Lager. Da ist noch irgendwas. Ein paar Mal geklaut. So, das Kraut haben wir geklaut. Hier fragen wir nochmal nach. Okay. An seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Melvin, keine Informationen. Na gut, nee, wisst ihr was, wir laufen einfach zurück, es ist noch nicht so dunkel. Wir laufen zurück, wir schlafen mal im neuen Lager, im alten Lager. Und dort, jetzt gehen hier die schönen Sachen an. Ah, ist das schön. Lampen auch, guck hier, die Wächter haben gerade die Lampen angemacht. Das ist doch geil, oder? Das ist geil. Das ist halt auch wirklich geil, wenn man dann das erste Mal hier reinkommt und so. Macht schon Spaß. Machen wir mal runter.
Oh. Schön. Ist ein Augenschmaus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch dieser Mod gefällt, also generell. Was ihr davon haltet, würde mich auch mal interessieren. Also von Mods generell, so für so alte Spiele, seid ihr, ist euch das egal, ob es gemoddet ist? Muss es für euch gemoddet sein, dass ihr überhaupt sagt, okay, hier, das muss das modden, damit es einigermaßen passt? Oder sagt ihr, nee, ich spiele alles immer so im Original? Vielleicht mit jetzt mit Bugfixes oder so, dass man sagt, man macht die Patches drauf, dass es halt nicht abstürzt. Aber ich spiele alles dann nur so original. Kann ja auch sein, ne? Das ist also in der Richtung. Könnte sein, dass wir die schaffen. Ich möchte es aber jetzt speichern. Ich habe irgendwie die Wölfe jetzt mal den zeigen. Dass ein neuer Wolf. Ein neuer König des Waldes da ist. Haha! Ja? Und noch eine Blume pflücken. So, können hier looten, die ganzen Fälle abziehen und klauen und so weiter. Genau. Also ich bin ja mittlerweile Fan von so Mods. Nein! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war ein Nachtläufer. Oder ein Schattenläufer. Schattenläufer heißt er. Gefährlichste Vieh, was es hier gibt. Gibt's auch nur einen von. Aber mit dem können wir uns so lange nicht anlegen. Ja, ich bin ja mittlerweile Fan von so Mods, wenn sie stabil sind. Ihr kriegt es ja nicht so mit, aber ja, an manchen Ecken kriegt ihr es mit, aber nicht so extrem. Dieser Mod ist eigentlich relativ stabil. Aber ich habe auch teilweise Probleme, also mit Abstürzen und so. Aber das liegt auch immer in Verbindung mit dem OBS. Also da muss man immer ein bisschen. Also OBS ist mein Aufnahmeprogramm. Ach Mann, bin ich hier zu forsch. Okay. Aber die will ich gerne alle mitnehmen. Genau. Also für mich ist es mit dem Aufnehmen hier von dem alten eine Herzensangelegenheit. Aber es ist auch anstrengend. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt in der Anfangsphase, bis ich die ganzen Einstellungen und so weiter richtig hatte und so weiter, habe ich viele Folgen aufgenommen ohne Sinn und hat alles nicht geklappt. Ich musste vieles doppelt aufnehmen. Na komm! Oh, meine Fresse. Es gibt viele Unwägbarkeiten. Aber da gehen wir doch zusammen durch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, und jetzt nochmal ganz wichtig. Ich habe das schon mal gesagt, das weiß ich. Es ist bei Gothic so, dass wenn ihr gewisse Abschnitte in erreicht, dann kommen Wesen hinzu. Tiere. Und ja. Und nun ist es so. Ihr habt jetzt am Anfang zum Beispiel, ihr seid jetzt bei Kapitel 1 und dann sind hier diese ganzen Scavenger und Blutfliegen und was auch immer. So, jetzt macht ihr die nicht weg. Das heißt, ihr bekommt keine Erfahrungspunkte für die. Ne? Lasst die einfach stehen, weil sie einfach nur da sind. Und jetzt kommt ihr in irgendeinen neuen Teil. Und jetzt spawnen hier auf einmal Wölfe, ja, anstatt Blutfliegen. Und anstatt Scavenger. Jetzt fangen dann die Wölfe an, die Scavenger zu fressen. Und das sind eure Erfahrungspunkte. Ja. Deswegen gerne die ganzen Sachen mitnehmen. Ja, und vor so großen
sag mal so, wenn ich jetzt einen großen Auftrag bekomme, zum Beispiel vom Taurus, dass der Mordrak verschwindet oder dass ich hier diese Minenliste abgeben soll, das ist häufig so, dass dann sich das auch mal verändert. Ach. Dementsprechend immer gucken, und die nehme ich jetzt alle mit da, die ganzen Fliegen, Wölfe und die Wölfe anzulegen. Nein, nein! Yes! Okay. 300 Erfahrungspunkte. Weiß, ist ein bisschen, ist nicht so schön, ist zu tun. Das gehört halt dazu. Ah, wir hätten im Sumpflager auch nochmal Joints holen können. Da bekommen wir ja immer Sumpfkraut. Über 3 Stück. Pro Tag. Hier. Oh nein! Der hat sich von der Seite. Der hat sich da versteckt. Ich konnte ihn nicht sehen. Es war unmöglich. Da hat er sich da einfach versteckt. Och, Katzen. Hört mal auf hier. Die prügeln sich. Ja, das wäre das. Jetzt, das wollte ich doch sagen. Langsam aufsteigen hier. Weil ich habe das ungute Gefühl, wenn wir jetzt ins alte Lager kommen, werden wir sicher auch neue Waffen kriegen, weil es einfach ein neuer Abschnitt ist, so, ne? So ungefähr kann man das sehen. Vor allem also, wenn wir uns im Lager anschließen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, irgendwie, ich bin jetzt bei Level 10 und dann schalten sich Level 10 Gegenstände frei bis Level 15 oder so, sondern nein. Sondern ihr kommt dann nur dran, wenn ihr euch im Lager angeschlossen habt, oder? Solange ihr euch dem nicht angeschlossen habt, kommt ihr halt auch keine neuen Waffen. Also ihr kommt nicht an neue Rüstung oder neue Waffen ran. Das heißt, ihr dreht euch nur im Kreis. Ist deswegen immer erst Blade. Das ist so blöd. Ist auch dunkel, es ist einfach dunkel. Pass auf, ich mache jetzt folgendes. Ich mache jetzt oben die Fliege. Die nehmen wir noch mit. Die befindet sich jetzt hier auf der Seite. Und. Ach, da ist noch einer. Und dann gehen wir zurück ins Lager, legen uns hin und geben die Liste ab. Gleich mit dem Taurus, sagen wir hier, Junge, der Mordrak ist weg. Falls wir es noch nicht gemacht haben, kann auch sein, dass wir es schon gemacht haben. Wow! Oh, die Liste ist erschreckt. Ich habe jetzt wirklich gezuckt. Was? Blöde Fliege. So eine blöde Fliege. Ist noch was? Oh. Ah, unten noch. Und da drüben die. Das sind jetzt nochmal 200 easy Erfahrungspunkte. Nehmen wir natürlich mit. Das ist schon mit dem. Mit der Keule hier, 26 Schaden. Das ist schon, das schmeckt. Und ihr merkt, meiner Meinung nach, ihr merkt, dass ein sehr immersiv ist, wenn ihr keinen Bock habt, ins Wasser zu gehen. Ich hab hier nie Bock, ins Wasser zu gehen. Ich gehe immer über die Brücke eigentlich so, ne? Das ist mir jetzt gerade so bewusst geworden, als ich jetzt hier so rein bin, dachte ich auch so, ah, das ist echt. Dann
bin ich durchtränkt. Mit einem sogenannten Wasser. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man darf auch nicht in seiner Haut. Aber alle spätestens dann, wenn wir den Schatten beitreten, also sprich hier den, ich würde mal sagen, das ist sowas wie Scouts, so Aufklärer, leichte Aufklärer, so, ne, wie hier der Whistler zum Beispiel. Allerspätestens dann brauchen wir wahrscheinlich nichts mehr zu befürchten zum Thema. Ach, sieht das schön aus. Das könnte ein Thumbnail werden. Vielleicht nehmen. Allerspätestens dann ist es auch erstmal mit dem Schutzgeld vorbei. Wir müssen ja hier eh noch ein paar Sachen machen. Wir können noch einen Arena-Kampf machen. Ich glaube, dafür sind wir jetzt auch bereit, dass wir sagen, wir gehen mal in die Arena. Vielleicht machen wir das auch, bevor ich die Liste habe. Ja, ins Bett. Herrlich. So, Leute. Gucken wir mal. Aber reden wir erstmal mit Diego. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir sagen, hier Diego, wie sieht's aus? Wer findet mich dann bis jetzt ganz gut? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Okay. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Okay. Mach's gut. Das bedeutet, ja gut, Mordrak haben wir schon erledigt, aber wir haben es halt im Taurus noch nicht gesagt. Dementsprechend ist es noch keine positive Resonanz. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Arena. Und wir gehen auch zu dem, dem Whistler. Nee, Fingers. Warum gibst du mir keinen? Ich hätte auch gerne eine Suppe. Eine warme Suppe. Gehen wir mal zum Fingers. Vielleicht hat, weil wir schleichen, haben wir ja jetzt gelernt. Ich glaube, dass er. Und Taschendiebstahl haben wir auch gelernt. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Ach komm, stell dich nicht so blöd. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Wie kommst du auf mich? Diego schickt mich. Sag das doch gleich. Wenn du im Lager aufgenommen werden willst, hilft es, wenn du ein geschickter Kämpfer oder Dieb bist. Wenn die einflussreichen Schatten in diesem Lager dich auf die Probe stellen, werden sie dir Aufträge geben, bei denen du dich besser nicht erwischen lässt. Deswegen ist für den Anfang der Weg des Diebes für dich vielversprechender. Wie es der Zufall so will, bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager. Okay, danke. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Okay, also ich habe das ja jetzt nicht hier gelernt, ich habe das ja im neuen Lager gelernt, aber es scheint wohl legal zu sein, man muss es nur können. Damit ist die Sache erledigt. Da bin ich auch ganz froh drum, weil ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, hier noch was zu lernen. Bis jetzt hat sich aber Taschendiebstahl noch als Niete rausgestellt. So, jetzt fordern wir mal hier einen raus. Und zwar hier den Ohrhannes. Ich meine, gut, wir haben jetzt die Hose, wir haben jetzt eine Waffe. Was machst du? Ich? Ja. Das breche ich ab, ich habe jetzt keinen Bock. Ach so, nee. Muss ich das mit dem Skatty besprechen? Der mich da irgendwie... Ich will wetten.
Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Hey, haben wir den schon besiegt irgendwie? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber vielleicht haben wir den schon besiegt. Weil es ist nur die Sprache vom Kirgo. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ja. Ich bin Kirgo. Hi. Ich kämpfe in der Arena. Okay. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Oh. Und erzähl mir was von draußen. Nein, nein. Ich gebe mir jetzt ein Bier. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Mhm. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Ja. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Das so sieht auch toll aus. Jetzt machen wir mal ein Save. Können wir uns das nämlich... Vielleicht nochmal alles sparen, den ganzen Mist da. Muss man das mal wegdrücken? Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Also am besten gefallen mir die Kämpfe bei Gothic 3 gegen die Orks. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Oh. Versuch das nicht nochmal! Oh, Leute, ich war jetzt so angespannt. Na gut, schon, ich will vorbei. Ob ich das schaffe, den Kirgo zu besiegen, und zwar in der jetzigen Form, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja, ich lasse dich durch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schönes Wochenende noch, schönen Tag, morgen, Mittag, Abend und ciao, ciao.